Stell dir vor, das Mittelmeer verschwindet. Alte Schiffswracks tauchen wieder auf, während das Wasser um sie herum abfließt. Und Kreuzfahrten übers Mittelmeer würden recht enttäuschend. Aber ausnahmsweise ist das nicht die Folge des Klimawandels. Wir machen das mit Absicht. Regelten wir die Verbindung des Mittelmeers zum Atlantischen Ozean ab, würden wir im Grunde eine neue Wüste schaffen, die Europa mit Afrika verbindet. Dieser neue Superkontinent würde nicht nur den internationalen Handel erleichtern, sondern könnte auch dringend benötigte erneuerbare Energieressourcen liefern. Aber welche Auswirkungen auf die Umwelt hätte die Austrocknung eines ganzen Meeres? Wie könnte man das neue Land nutzen? Und was ist das letzte Mal passiert, als jemand so etwas versucht hat? Hier ist Was wäre wenn? Und das würde passieren, wenn man das Mittelmeer trockenlegte. Kommt dir diese Idee bekannt vor, liegt das daran, dass sie bereits in den 1920er Jahren von einem deutschen Architekten namens Hermann Sörgel vorgeschlagen wurde. So faszinierend Sörgels Idee auch war, das Projekt kam nie wirklich in Gang. Es gab schlicht nicht genug Beton auf der Welt, um einen Damm zu bauen, der groß genug war, um das Mittelmeer abzusperren. Hinzu kam, dass Deutschland durch die Niederlage im Ersten Weltkrieg nicht die Mittel dazu hatte. Aber die Zeiten haben sich geändert. Lösungen für erneuerbare Energien werden gesucht. Warum also diese Idee nicht wieder aufgreifen? Was könnte schon schiefgehen? Das gesamte Mittelmeer zu entwässern wäre keine Kleinigkeit. Es hat eine Fläche von etwa 2,5 Millionen Quadratkilometern und eine durchschnittliche Tiefe von 1500 Metern. Man würde dieses Gewässer nicht auf die gleiche Weise trockenlegen wie eine Badewanne. Stattdessen müsste man die Wasserzufuhr aus dem Atlantik blockieren. Das Wasser des Mittelmeers verdunstet nämlich. Das heißt, es fließt mehr Wasser aus dem Mittelmeer ab, als aus Flüssen und Bächen zu. Das Mittelmeer speist sich hauptsächlich aus dem Atlantischen Ozean, durch die Straße von Gibraltar. Würde man diese Wasserstraße unterbrechen, trocknete das Mittelmeer mit der Zeit aus. Durch die Sperrung des Wasserzuflusses aus dem Atlantik würde der Wasserspiegel des Mittelmeers jährlich um 1,65 Meter sinken. Aber man würde nicht alles trockenlegen wollen. Stattdessen könnte man das Meer in verschiedene Zonen aufteilen, wobei die mittlere Ebene komplett trockengelegt würde. Dies würde uns ermöglichen, ein Wasserkraftwerk an der Straße von Gibraltar zu errichten, um die dringend benötigte erneuerbare Energie für Europa und Afrika zu erzeugen. Erneuerbare Energien sind immer ganz nett, aber würde sich der Aufwand lohnen? Sicher, man hätte ein ganz neues Land zwischen Europa und Afrika, aber niemand würde freiwillig dorthin ziehen wollen. Es wäre wahrscheinlich die heißeste Wüste auf Erden, weil sie so weit unter dem Meeresspiegel läge, an den tiefsten Stellen mit Schluchten, die bis zu 5000 Meter unter normalen Null reichen, könnten die Temperaturen bis zu 80 Grad Celsius erreichen. Zum Vergleich, die heißeste Temperatur, die jemals auf der Erde gemessen wurde, betrug 56 Grad Celsius. Da das Wasser des Mittelmeers so salzig ist, wäre das freigelegte Land eine Salzwüste und für die Landwirtschaft unbrauchbar. Bald würde auch das umliegende Land zur Wüste. Südeuropa und die Türkei würden beginnen auszutrocknen. Infolgedessen würden die Niederschläge abnehmen, was die Landwirtschaft in Europa erheblich beeinträchtigte. Alle Tiere, die in der Nähe des Mittelmeers lebten, müssten entweder auswandern oder sie würden sterben, weil das verbleibende Wasser zu salzig und zu flach wäre. Die negativen Folgen beschränkten sich nicht nur auf den neuen Superkontinent. Das gesamte Wasser des abgelassenen Meeres würde sich über die Weltmeere verteilen und den Meeresspiegel um 10 Meter heben. Städte wie New Orleans, Sacramento, Amsterdam, Kopenhagen und Shanghai
stünden unter Wasser. Wenn wir also nicht dafür verantwortlich sein möchten, lassen wir das Mittelmeer am besten so, wie es ist. Will man wirklich unsere Kontinente verbinden, muss es einen besseren Weg geben. Aber das ist ein anderes. Was wäre, wenn?